Hallo liebe Gaming-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vortex, wo wir hier ums nackte Überleben kämpfen. Schnell mal wieder speichern. Und ich weiß nicht, ob noch welche kommen oder nicht. Waren jetzt schon 5 Stück oder so, die wir erledigt haben. Alle unsere Fallen sind aufgesprungen, bis auf die da hinten. Ich wage mich jetzt einfach mal raus. Na, ich will die Pfeile da nicht reintun. So, da wir jetzt so viele Knochen haben. 3 Stück. Das heißt, ich baue noch einen von den Säulen. Und wir verbarrikadieren uns jetzt einfach mit Fallen hier. So, die bauen wir noch hier hin. Vielleicht ruhig ein bisschen weiter nach hier. So. Da können wir auch schon die ersten reinlegen. So, es wird langsam wieder hell, habe ich das Gefühl. Wir begeben uns einfach mal auf Bambussuche. Hatten wir nicht noch Bambus hier in der Nähe bei unserem Lager? Nee, ist alles abgeholzt. Liegen noch überall Speere rum. Hier auch. Ja, die können wir schon nicht mehr aufnehmen. Ah, hier ist auch einer verreckt. Ach nee, das ist ein Schwein. Ne, das nehmen wir gleich auseinander. Das hatten wir ja abgeknallt noch. So, nichtsdestotrotz brauchen wir noch ein bisschen Bambus. Ah, hier liegen auch Speere rum, ohne Ende. So, die 1, dann fäll ich den hier mal. Obwohl, da liegt einer, ne? Na toll. Das war ja jetzt sehr, hat sie jetzt sehr gebracht. So. Nee, da soll das Ding hin. So, und jetzt brauche ich Stöcker ohne Ende. Hallo? Nimmst du die auch auf? Nee, das kann er schon nicht mehr. Kann ich von hier direkt bauen? Wäre ja ein Traum. Also kriegen wir das Ding auf jeden Fall schnell wieder befüllt. Was fehlt denn jetzt noch? Kapier ich jetzt zwar nicht ganz, aber kann ich die denn nicht zurücksetzen? Die beiden sind gar nicht hochgegangen erst. Was sehe ich denn hier noch rum? Auch noch ohne Ende Sticks. Die alle so wegrollen. Na komm. Von der Seite will er nicht bauen. So, das geht wieder runter. Das aber nicht. Aber hier fehlt anscheinend auch noch was. Aber die Dinger bestehen doch nur aus Stöckern und... Hä?
Geh wieder runter. Will er nicht, ne? Scheiße. Ich hoffe, die löst trotzdem aus. Ich weiß es natürlich nicht. So, wir können schon wieder keine mehr aufnehmen. Aber da scheint es nicht dran zu liegen. Er will die nicht aufnehmen. So, vorsorglich brate ich uns mal ein Fleisch. So, und dann stellen wir, glaube ich, noch ein, zwei von denen hier auf. Würde ich fast sagen. Das mache ich am besten von hier oben. So. Boah, das ist bloß blöd, dass man da jetzt nicht mehr durchlaufen kann. Ne? Entschuldigung. Hatte ich wieder ein Fröschlein im Hals. So. Jetzt schleppen wir erstmal den Bambus, weil Stöcke haben wir da ja genug. Gott sei Dank auch nicht so weit weg. Na, komm her. So, einmal. Bin ja mal gespannt, was da alles noch für Viecher kommen. So. Wir kennen ja schon die Großen. So, den haben wir. So, und der dritte. Und Stöcker kloppen. Aber eigentlich könnten wir doch mal gucken, was wir so loswerden können. Dann könnten wir mehr auf einmal tragen. So, das kann da rein, das kann da rein. Die beiden, die Federn, das Leder. Das Fleisch behalten wir mal bei uns. Das könnte eigentlich in die andere Box, wenn da nicht alles rausfallen würde. So, hier hatte ich so gemacht, dass ich mich da so ein bisschen draufgestellt habe, ne? So, den Rest behalte ich mal bei mir. Wir müssen nämlich schon wieder bald trinken. So. Jetzt sollten wir doch ein paar mehr Stöcker zusammenkriegen. So, und wir kloppen weiter Stöcker. Ja, nicht so ausgeleiert schon. Ja, egal, dann trinken wir jetzt schon das Wasser. Lassen wir die Ausdauer gerade mal ein bisschen hochgehen. Aber wir hatten noch... Na, ne, die hatten wir ja nicht. Wir sind ja gestorben. Die blauen Kristalle. Davon hätten wir jetzt ein paar gebraucht. So, das ist der erste. Yeah.
So, die Ausdauer mal wieder ein bisschen hochgehen lassen. Was zu essen brauchen wir auch bald. Hallo? Haut ab, ihr Schweine. Das werde ich auch noch auf dem Grill gleich. So, das war's. So, die Falle geht auch auf, aber nur die hier nicht, ne? Und die andere hier auch nicht. Da ist hier schon wieder was rein. Da ist ein Schwein reingelaufen. Hä? Das ist nur ein Stein, ne? Oh, hier ist der Bambus nachgewachsen, sehe ich gerade. Immer noch mehr. Ich sehe schon, wie die Schweine gleich alle in unsere Fallen laufen und wir die immer wieder neu aufbauen müssen. Mit 20 Stöckern. So, hier will er nicht. Dafür haben wir immer noch nicht genug. Da können wir die aufnehmen, die immer daneben fallen. Vielleicht reichen die schon. So. Alles gespickt mit Fallen hier. Da fehlt uns noch einer. So, jetzt können wir das auch wieder benutzen. Jetzt sollten wir eigentlich noch mal ein bisschen was von dem oh, das Feuerzeug schwebt in der Luft, schön. Obwohl, die lasse ich mal hier drinnen. Als Reserve für nachts. Ich klopfe mir lieber selber noch ein paar. Zwölf Stück sollten reichen. Ah nee, das wollte ich doch gar nicht. Mist. Kann ich das wieder abbauen? Brauche ich dafür den Hammer? Natürlich nicht. Ah, egal, bauen wir hier einfach auch noch eine Falle hin. Schaden kann es ja nicht. Gucken, ob sie jemals aufgehen wird. Ich wollte eigentlich was sammeln für eine Fackel, so eine Standfackel. So, habe ich jetzt genug? Ja, habe ich. Wollte ich noch wieder einen Bambus? Zack. Und schon haben wir noch eine Falle gebaut. Na gut. So, dann können wir uns jetzt noch ein paar Speere machen. Dann hauen wir uns das hier rein. Nehmen davor noch ein bisschen Wasser mit und gucken mal, ob wir ein bisschen was finden für die, um eine Fackel zu machen. So, eins sollte reichen. Was brauchen wir denn für die Fackel? Nee, da war das, ne? Nee. Da, Fackel. Diese komischen Dinger brauchen wir. Sollen wir mal schauen, wo wir die kriegen. Ich lauf mal in die Richtung.
Ja, wo war's? 5, genau. Feuerzeug wegstecken. Ah, Bambus liegt hier noch rum. Mich verarschen. Sieht doch gerade genauso angehört wie die Viecher. Ach, da sind die Dinger doch. Guck mal einer an. Das war's schon. Bauen wir noch ein paar Fackeln auf. Dann sehen wir nachts auch besser. Hui. Er kann echt gut springen, unser Typ hier. Oh, Heimat. So. Für die Fackeln. Oh, ups. So, kriegen wir nicht mehr rein. Brauchen wir Stöcker, ne? Genau, 4 Stück. Um genau zu sein. Ich krieg aber nur 2. Guck ich mal, ob ich das Fleisch hier reindroppen kann. Ohne dass es wieder rausfällt. Naja, geht wohl nicht. Droppe ich es einfach hier vorne dran. Ah, hier ist schon wieder ein Schwein reingelaufen. Du blödes, blödes, dummes Schwein. Ach, das müsste ich sogar auch noch aufnehmen, ey. Mist. Was haben wir denn hier? Kein Platz, ich habe keinen Platz. Was mache ich denn jetzt? So. So, die brauche ich. Dann muss ich das hier aufschnetzeln. Wenn das auch mal gehen würde. Hallo? Da ging es gerade. So. Dann kann ich den hier auch wieder aufbauen. So, hab wieder ein bisschen Platz. Aber krieg davon nichts rein. Tja, da muss ich wohl hier in der Ecke einfach noch was hinschmeißen. Hilft ja nichts. Kann ich das trinken? Zweimal Leder dabei. Bauen wir uns einfach mal einen Bogen. Das Ding auch schon wieder aufgegangen. Ne, die beiden sind noch zu. Der auch eigentlich. Der sich nur wieder nicht zurücksetzen lässt. Ja, ich kann es nicht ändern. Ich muss jetzt irgendwas hier oben ablegen. Den Bogen am besten auch. So, jetzt kann ich auch wieder was aufnehmen, weil ich mir ein paar Fackeln bauen wollte eigentlich.
So, die lassen sich nämlich hinstellen. Ich weiß noch nicht, wie lange die brennen, deswegen lasse ich sie erstmal aus. Obwohl, hier liegen bestimmt noch zwei Stöcke rum. Oder es waren... Zack. Coole Sache. So, und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, kämpfe um dein Überleben bei Vortex. Bis dahin, macht's gut und ciao.